Der Tag begann entspannt für Polizei Officer Vince. Doch dies sollte nicht ein Tag werden wie jeder andere, sondern ein ganz besonderer Tag. Er setzte seinen normalen Streifendienst an, lag ein Besoffener vor der Wache rum, hatte sich nicht viel gedacht und ist dann schnell zu seinem Auto gelaufen. Es waren ein paar normale Einsätze dabei, wie zum Beispiel eine einfache Verfolgungsjagd, oder einfach nur normal an der Straße stehen und Fahrzeuge beobachten. Doch genau dann, als er dachte, es bliebe ein ruhiger Dienst, bekam er einen ganz besonderen Einsatz, der sein Leben veränderte. Und zwar handelte der Einsatz um einen Mord, um eine Mordankündigung von einer Person. Anrufer war unbekannt. Officer Vince machte sich direkt zu seinem Auto und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn direkt zur Einsatzstelle. Genau dann, als Polizeiofficer Vince am Einsatzort eintraf, sah er zwei Fahrzeuge von der Kripo und noch einen vom FIB. Dazu war noch ein Kollege von ihm eingetroffen. Er ging mit gezogener Waffe zur Klippe und sah eine Frau. Er sprach zu ihr, sie solle die Hände hochmachen und sich auf den Boden legen. Die Frau hörte nicht. Officer Vince gab Warnschüsse ab, um ihr zu zeigen, dass sie das erst ernst meint. Sie dennoch reagierte gar nicht. Vince näherte sich stetig und langsam der Frau mit immer noch erhobenen Händen. Die Frau reagierte kein bisschen, sondern wurde von Schritt zu Schritt immer komischer und gruseliger, so lange bis Vince entdeckte, dass diese Frau schwebte. Als Vince ihr langsam näher kam, um ihr etwas einzusprechen, verschwand sie so ganz langsam aus seinem Blickfeld, bis sie plötzlich komplett verschwand. Er fragte sich, wo sie hin ist, da jegliche Spur von ihr entfernt war. Das Einzige, was noch da war, war eine rote Schrift mit dem Namen Jock aufgeschrieben. Als Vince dann so langsam wieder zur Wache eintraf, fragte er sich, wer dieser Jock gewesen ist und warum die Frau ganz einfach verschwand. Er stieg aus, ging in die Wache und überlegte. Er forschte sogar das Internet durch und fand dann diese eine besondere Seite. Vince ging auf die Seite drauf und sah nur dieses Besondere hier. Der Name hieß
Jock Cranley. Beziehungsweise der Mann hieß Jock Cranley. Er war über 40 Jahre alt, aber das war unwichtig. Vince wollte wissen, was er mit dem Mord zu tun hat. Dann kam ein Kollege von ihm und meinte, er solle eine andere besondere Seite aussuchen, die diese hier sei. Leonora Johnson, ihr Mörder wurde nie gefunden. Diese Seite von einem Kollegen, warum auch immer. Hier stand, dass sie am 17. Januar 1975 verstückelt wurde und der Mörder nie gefunden sei. Vince, nix ahnend, ging auf ihre Was-Wir-Wissen-Seite und sah ganz viele nicht gerade sehr schöne Bilder. Ihre Hände waren an den Füßen und ihre Füße waren an den Händen. Jock Cranley und Leonora Johnson, dachte sich Vince, wie kann das zusammenhängen? Und dennoch wurde der Mörder bis heute nie gefunden. Leonora Johnson ist und bleibt ein Mythos, eine Legende, auf jeden Fall ein nie gelöster Fall. So, ja, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Es war eine kleine Idee, den Fall von Leonora Johnson auf eine etwas andere Methode, auf die Sicht eines Polizisten mit auf die Spur zu nehmen. Und ja, die Vorbereitungszeit war auf jeden Fall nicht gerade die kürzeste. Es hat sehr lange gedauert, das alles so zusammenzubekommen, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit schätzt, dann lasst es doch mit den Bewertungen zeigen. Ansonsten war es auch schon von mir. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.